Okay, irgendetwas läuft hier wirklich ganz, ganz gewaltig falsch. Das ist sehr seltsam. Das ist schon die dritte Person, die ohne Gesicht auf dem Boden liegt hier in Brookhaven. Und irgendwie passiert das auch nur mit den Mädchen hier. Sehr seltsam. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll und wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, ich werde wieder das Mädchen ins Krankenhaus bringen. Das geht aber gar nicht weiter. Ich hoffe, das war's jetzt aber auch, weil irgendwie wird es langsam sehr, sehr unheimlich. Es sieht wirklich so aus, als wurden ihre Seelen oder sowas geklaut. Warum haben die denn kein Gesicht mehr? Wurden die vergiftet? Wurden die verflucht oder irgendetwas? Ich weiß es nicht, Leute. Ich muss jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schnell ins Krankenhaus, damit die irgendwie behandelt wird oder sowas. Und ich hoffe, die anderen Mädchen, die ins Krankenhaus gebracht wurden, haben jetzt mittlerweile ein Gesicht bekommen. Oh Gott, das ist echt wirklich unheimlich. Hallo? Moment mal, wo ist denn die Sekretärin? Warte mal. Doktor? Moment mal. Das Gleiche ist auch mit ihr passiert. Die hat auch kein Gesicht mehr. Was? Was soll ich denn jetzt so machen? Das ist total gruselig. Ja, ich glaube, ich muss mal ganz schnell zur Polizeistation gehen und Bescheid geben, dass irgendetwas Seltsames hier gerade in Brookhaven passiert. Hallo? Polizeichef? Oh, Moment mal. Was ist denn mit deinem Arm passiert? Ah, irgendwas ist hier ganz, ganz seltsam in Brookhaven. Mein Körper fühlt sich an, als wäre ich verflucht oder sowas. Und mein Arm hat sich auf einmal verwandelt in so einen dicken Arm. Was ist los mit mir? Moment mal, du wurdest auch verflucht? Was geschieht hier nur? Das ist alles ganz, ganz seltsam. Und die ganzen Mädchen hier verlieren ihre Gesichter und Seelen. Polizeichef, ich glaube, ich kündige den Job. Nein, Lami, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Wir müssen herausfinden, was hier passiert in Brookhaven. Aber das kannst du ruhig machen. Ich muss zu meiner Mami. Ah! Hey, Moment mal, dein Ernst? Er ist einfach abgehauen. Moment mal, wer bist du denn? Ich hab sie gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Sie hat mich verfolgt. Moment mal, von wem redest du denn da? Hey, klär mich auf. Wer hat dich verfolgt und wen hast du gesehen, kleines Mädchen? Na, Jenna, du weißt doch schon, die Hackerin. Ich hab sie gesehen und sie hat mich verfolgt. Sie wollte mich hacken. Warte mal, wer? Jenna? Hackerin? Moment mal, noch nie davon gehört. Wer soll das denn bitte sein? Moment mal, du kennst Jenna nicht? Das ist die berühmteste Hackerin in Roblox. Und sie hackt hier wirklich jeden, den sie will. Und alle Mädchen verlieren ihre Gesichter momentan. Und das Gleiche wollte sie auch mit mir machen. Wir sind in Gefahr. Ah! Okay, kleines Mädchen, du verwirrst mich ein bisschen. Am besten gehen wir mal in den Verhörungsraum hier rein und dann erklärst du mir das Ganze nochmal. So, aber nochmal von vorne und ganz, ganz langsam. Ich schreibe mir jetzt, wie gesagt, alles auf und du erklärst mir von vorne bis hinten, um was es sich hier handelt, okay? Also wie gesagt, es ist die Hackerin Jenna und sie hackt wirklich jeden, den sie will, denn sie ist ein Monster. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist einfach so unheimlich. Ich möchte in Sicherheit bleiben. Moment mal, ich glaube, irgendwie klingt das alles hier ganz spanisch. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Eine Hackerin in Roblox und deswegen verlieren alle ihre Gesichter? Naja, ich glaube eher, dass hier ein Virus rumgeht und das ist sowas wie eine Krankheit und ich glaube, stimmt, ich muss meine Maske anziehen. Ich hole sie mal ganz kurz. So, ich glaube, hier sollte sie sein und tada! So, jetzt habe ich meine Maske an und der Virus kann mir nichts mehr antun und ich werde nicht infiziert und ich verliere auch ganz bestimmt nicht mein Gesicht. Okay, na gut, dann wollen wir mal und Moment mal. Wo bist du? Hey, kleines Mädchen? Moment mal, ist sie jetzt wirklich abgehauen? Was ist denn hier los? Der Polizeikommissar und das Mädchen, die haben beide ihre Gesichter verloren. Das kann doch nicht sein, oder? Wow, was ist denn jetzt hier los? Warum ist es so dunkel? Das ganze Licht ist aus. Und auch draußen ist es auf einmal so dunkel. Moment mal, wo habe ich meine Taschenlampe? Hier ist sie. Oh Gott, ey, wie gruselig.
Moment mal, stimmt das also alles wirklich mit dieser Jenna? Ich kenne die ja gar nicht, Leute. Schreibt ihr mal ganz schnell in die Kommentare. Kennt ihr die Hackerin Jenna? Ich habe noch nie von ihr gehört. Und jetzt ist sie hier bei uns in Brookhaven. Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Ich glaube immer noch, das ist alles nur... Ah, wer bist du denn? Moment mal. Hallo, Mädchen, hast du dich verlaufen? Aber nicht doch, Lami. Ich habe mich doch nicht verlaufen. Ich bin's Jenna. Moment mal. Du bist Jenna. Okay, dann warte mal ganz kurz hier. Ich gehe mal ganz kurz auf die Toilette. Und ich glaube, ich mache mir gleich in die Hose. Moment mal. Wo ist sie? Oh, das ist so gruselig. Ich muss hier abhauen. Ich muss schnell aufs Dach gehen zum Hubschrauber. Das wird mir doch alles viel zu gruselig. Nein, nicht du schon wieder. Aber Lami, du möchtest fliehen, obwohl ich das einzige Mädchen in ganz Brookhaven bin. Du wirst nirgendwo hinfliehen. Komm zu mir, Lami. Oh, nein. Ah, was passiert hier nur? Nein. Ich kann dir wirklich nicht entkommen. Du bist also wirklich eine Hackerin? Oh ja, und jetzt komm mit zu mir in die Jenna-Welt. In die Jenna-Welt? Nein, ich möchte nicht dahin. Wo bin ich hier? Moment mal, der Polizist und das kleine Mädchen hier. Oh Gott, das hier ist die... Die Jenna-Welt? Moment mal, da ist die Irre, ja? So, Lami, jetzt sind wir hier alleine. Und jetzt habe ich dich ganz alleine für mich. Komm her, ich möchte... mit dir kuscheln. Nein. Oh Gott, hier brennt es ja überall. Moment mal, hier ist ein Feuerlöscher drin. Okay, dann mal Attacke, Freunde. Nimm das! Au! Oh, was soll das? Ich kann nichts sehen. Meine Augen! Ha, das geschieht dir recht. Nimm das, nimm noch mehr. Oh, wenn ich dich bekomme, dann werde ich dich auch hacken, Lami. Oh, versuch es doch. Ich werde dich ganz einfach... Oh ja, ich werde dich überfahren. Ich glaube, ich habe sie erwischt, oder? Oh ja, das geschieht dir recht, Jenna, du Hackerin. Was passiert hier? Ich glaube, mein... Mein System crasht. Was ist das? Wo bin ich? Ich bin wieder in der normalen Welt. Oh Gott, was war das denn für ein Horror? Und den ganzen Leuten geht's, glaube ich, auch wieder gut. Ich hab wieder mein Gesicht wieder. Ja, ich auch. Mein Gesicht, mein hübsches Gesicht. Leute, irgendwas ist hier komisch mit meinem Gesicht. Was ist denn mit deinem Gesicht? Wow, wie siehst du denn aus? Mein zweites Auge ist verschwunden. Ich sehe aus wie Plankton. Nein! Oh Mann, ey. Aber endlich haben wir diese Jenna endgültig aus Brookhaven verbannt. Oh yeah. Ich komme wieder, Lami. Und dann werde ich dich auch hacken. Von wo kam das? Oh Gott. Ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet, oder Leute? Habt ihr das auch gehört? Naja, wie auch immer. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nicht mehr verpasst. Und Leute, links und rechts könnt ihr noch die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Also checkt sie ab, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und ciao!